bin die Pia, bin mittlerweile 31. Ja, also wir haben uns für die Comfort Design Lamelle entschieden. Unser Fensterbauer, der hat uns gerade noch so, oh, da gibt es jetzt auch eine neue Lamelle, die könnt ihr euch noch mal anschauen, das wäre vielleicht was. War natürlich perfekt, dass die super aussieht und dazu noch komplett schließt. So, am allermeisten komme ich frühs runter. Ich überlege, dann gehe ich erst zur Kaffeemaschine oder gleich hierher. Nee, aber es ist tatsächlich so, ich komme runter, einmal den Pfeil nach oben und schon geht alles hoch. Ich sag mal, das Haus war Learning by Doing. Hinterher weiß man, wie es geht. Aber mit dem, wie wir es hinbekommen haben, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Für den Alltag haben wir uns mehrere Szenarien programmiert. Zum einen den Sonnenschutz. Wir haben uns auch einen Sonnensensor installiert. Das heißt, wenn die Sonneneinstrahlung über einen gewissen Schwellenwert geht, fahren die automatisch in eine Beschattungsposition, so wie wir sie haben möchten. Andererseits habe ich auch eingestellt, dass die abends automatisch alle runterfahren, wenn es dann dunkel ist, damit ich mir eben den Weg durchs Haus spare. Unser Bauplan ist recht streng. Die Dachflucht ist vorgegeben, die Richtung des Daches. Und da dachte sich die Architektin, okay, wenn das Dach so stehen muss, dann verdrehen wir einfach das Untergeschoss zur perfekten Aussicht. Und dadurch ergibt sich dann die dreieckige Galerie, offen, weit, hoch. Aber es hat sich gelohnt, oder?